Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Haul-Video. Nachdem ich wirklich null Zeit hatte in den letzten Wochen, habe ich mir gedacht, komm, Online-Shopping kannst du machen, das geht schnell. Ging auch wirklich sehr schnell. Ich habe so einiges gefunden, ein paar Winterklamotten, die ich wirklich unbedingt gebraucht habe. Ich habe unbedingt eine neue Winterjacke gebraucht, bei River Island über ASOS bestellt. Und zwar sieht die Jacke so aus, die ist wirklich in einem sehr, sehr schönen Khaki mit ein paar schwarzen Details, aber auch so schwarz-Leder-Imitat-Details. Außerdem vorne mit schönen goldenen Details und hier vorne, beziehungsweise an der Kapuze, Fell in so einem wirklich sehr, sehr schönen Cremeton mit ein bisschen was von Taupe noch mit drin. Außerdem hier nochmal wirklich sehr, sehr weich gemacht und hier unten bisschen daunenmäßig, hält wirklich sehr gut warm, sieht super aus und hat hier, wie gesagt, schöne Lederdetails. Finde ich sehr schön, hat auch zwei verschiedene Khaki-Töne, wie man hier sehen kann. Sitzt gut, hält warm und für den Preis wirklich ein super, super Produkt. Dann habe ich mir noch ein Kleidchen bestellt bei ASOS, werde ich euch mal auch getragen zeigen auf einem Foto. Sieht so aus, hier unten mit so Rüschen und hier an den Armen kann man durchsehen, hat ein mega Rückendekolleté, sah wirklich sehr gut aus. Ich habe hier vorne ein Stück Stoff reingetan, nachdem ich das Kleid angezogen habe, weil mir das einfach viel zu offen war. Hier unten bis zum BH quasi einfach ein Stück Stoff, was ihr von dem Oberteil habt, was ihr von irgendwas anderem noch da habt, in schwarz, könnt ihr reinmachen, wenn euch das auch zu offen ist. Hat aber sehr gut gepasst, kann man hier hinten nochmal zumachen. Übrigens ist heute meine Schwester mit dabei im Zimmer, eigentlich drehe ich immer alleine, deshalb diese kleinen Geräusche. Psst! Zeige ich euch im Foto, sah wirklich sehr gut aus. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich das Kleid gekauft habe. Saß wirklich sehr gut. Jetzt machen wir weiter mit H&M. Und zwar ist meine H&M-Bestellung ein bisschen größer geraten. Deshalb habe ich alles ein bisschen aufgeteilt. Wir fangen jetzt an mit den Oberteilen. Und zwar habe ich wirklich einige Pullis gebraucht. Pulli Nummer 1. In so einem Grau-Blauton, also das ist nicht wirklich grau, ist aber auf keinen Fall ein Blau, aber ich finde, da ist ein Blau-Unterton mit drin. Wirklich sehr basic gemacht, kann man über allem anziehen. So, dann ein Oberteil, was ein bisschen besonderer ist, weil im Winter muss man halt sich warm anziehen, man muss Pullis anziehen. Da ist es auch schön, mal Pullis zu haben, die ein bisschen Details haben, die ein bisschen besonders sind. Und zwar ist das hier so ein Pulli. An den Ärmeln sind hier so kleine Ritze drin, wo man durchsehen kann. Und hier am Dekolleté auch. Und hier halt an den beiden Armen. Ansonsten wirklich sehr schlicht gehalten. Sitzt komplett am Körper. Ich habe hier die Größe S gewählt, damit das auch schön sitzt. Die Details finde ich wirklich sehr schön, wo man durchgucken kann. So, dann eine Farbe, die ich wirklich sehr gerne mag, ist leider nicht so kuschelig, hat ein bisschen was von Winterkratzpulli, aber sieht wirklich schön aus, die Farbe ist wunderschön, mit einem Lippenstift genau in der Farbe kann ich mir das echt gut vorstellen, hat ein Kragen, was wirklich ziemlich lang ist, kann man also entweder so einmal runterklappen oder etwas lockerer hängen lassen. Da, wo ich meinen Pulli gerade anfasse, merke ich, das hier habe ich auch bei H&M bestellt. Ich mag den Kragen wirklich sehr. Letztes Jahr gab es bei Zara genauso einen Pulli mit so einem Kragen, genau in der Farbe. Und ich war leider zu langsam, aber jetzt habe ich das Modell bei H&M entdeckt und habe mich wirklich sehr gefreut. So, dann ein Oberteil, was jetzt nicht unbedingt für Winter gedacht ist, aber ich finde die Farbe wunderschön. Das ist so ein Alt-Rosé-Ton. Ich mag auch diese Muster. Das macht einen irgendwie schlank, finde ich, wenn die Muster so von oben nach unten gehen. Finde ich sehr gut. Sitzt eng am Körper und am Kragen wirklich ziemlich weit hochgeschnitten. Aber ich mag das sehr gerne. Dann kann man die Haare hochtun, damit man einen etwas längeren Hals bekommt. Aber mein Hauptgrund, warum ich mir das Oberteil geholt habe, war die Farbe. Finde ich wirklich sehr schön.
Dann habe ich noch so einen Rollkragenpulli mitgenommen, was wirklich sehr eng am Körper sitzt. Nicht so dick ist vom Stoff her. Ist ein Basic-Oberteil, was gut sitzt, was elegant aussieht, von dieser Conscious-Reihe. Da sind die Produkte irgendwie etwas schöner anzufassen, finde ich. Fühlt sich echt gut an auf der Haut. So, dann ein Basic Longsleeve. Ich finde, bei H&M kann man wirklich sehr gut Basic Sachen kaufen. Da hat man eigentlich jede Größe, jede Farbe von allem was mit dabei. Deshalb mag ich H&M Basic Sachen sehr gerne. Und die Farbe sah irgendwie schön aus. Irgendwie mag ich Grau. Dann habe ich mir noch ein Body gekauft mit sehr viel Spitze. Hatte ich letztens zum Feiern gehen an als Oberteil. Sieht wirklich gut aus. Habe ich außerdem auch als Unterhemd mal angehabt. Hält schön warm. Kann man also wirklich sehr vielseitig benutzen. Fühlt sich auch gut an. Hält warm und ist auch bequem. Also kann ich euch nur empfehlen. An den Ärmeln so schön mit ein paar Rüschen. Und hier hinten wirklich gut zuzumachen. Ich finde, es gibt so ein paar Bodies, die wirklich ein bisschen stören, wenn man die hier unten zumacht, die ein bisschen zwicken und so weiter. Manche sind für mich auch nicht irgendwie lang genug, dann kriege ich die erst recht nicht so gut zu. Dann habe ich mir ein Winterkleid mitgenommen, wirklich in einem sehr, sehr schönen Beige-Karamellton. Winterkleid, weil ist wirklich ziemlich dick, hat etwas von einem Rollkragen, also geht schon etwas nach oben hier am Hals, hat lange Ärmel, ist ziemlich lang, hört kurz vor den Knöcheln auf, ich würde sagen so 15 cm vor den Knöcheln. Kann ich mir sehr gut vorstellen mit einer schwarzen Strumpfhose, schwarze schöne Boots, dazu vielleicht auch eine schwarze Lederjacke. Oder man kombiniert das Ganze mit einer braunen Tasche, denn eine braune Tasche habe ich wirklich noch gar nicht. Da habe ich diese Tasche mitgenommen, hier mit so schönen Schlangenledermustern, ist natürlich kein Leder. Außerdem gibt es hier drinnen noch so eine kleine Tasche, die verbunden ist mit der Tasche hier an der Seite. Macht man hier mit so einem goldenen Detail zu, und zwar so. Da ist jetzt kein Reißverschluss oder so, was die Tasche zuhält. Deshalb werde ich mir da noch eine Tasche mitholen, die man mit einem Reißverschluss zumachen kann, wo man Kleinigkeiten oder wichtige Dinge reintun kann, dass wenn jemand mal von hinten mit dem Arm reinkommt, nicht so viel mitnehmen kann. So, dann eine Lederimitatjacke. Und zwar sieht die so aus. Schlicht schwarz gehalten, hier mit so ein bisschen Biker-Details. Außerdem mit einem silbernen Reißverschluss. Hier noch Silber und hier oben Silberknöpfe. Die glänzen jetzt nicht, die sind etwas mattiert. Die Jacke fühlt sich wirklich sehr, sehr weich an. Aber hält nicht so warm. So, dann habe ich mir noch so ein Basic-Oberteil bzw. ein Body bestellt. Geht hier unten etwas weiter runter. Ich hatte das jetzt noch nicht an, aber auf dem Model ging das Oberteil wirklich ziemlich weit nach unten. Für solche Oberteile gibt es so Low-Back-Straps bei Hunkemöller. Die Low-Back-Straps macht man hinten am BH einfach an beide Seiten dran. Und zieht das Ganze einfach weiter nach unten und verbindet das Ganze unten. Deshalb kann man damit auch ein bisschen weiter ausgeschnittene Oberteile anziehen. Finde ich wirklich sehr, sehr praktisch. Habe ich jetzt noch nicht probiert. Werde ich mal schauen, wie sich das Ganze gestaltet, ob sich das bequem anfühlt auf der Haut. Kann ich euch gerne mal in den Kommentaren berichten. Hat 9,99 Euro gekostet. So, dann habe ich mir zwei Boots noch bestellt. Und zwar beide in schwarz. Einmal hier in so einer Lack-Leder-Optik mit so schönen Silberdetails hier vorne noch. Die sind wirklich sehr dunkelsilber und auch schön abmattiert. Ist mal was anderes. Ich freue mich wirklich darauf, diese Schuhe mit ein paar Outfits zu kombinieren. Ich freue mich wirklich darauf, hör auf zu lachen. Nächstes Mal bist du nicht dabei. Ich freue mich wirklich sehr, diese Schuhe mit einigen Outfits zu kombinieren. So, dann habe ich hier noch Boots, wo ich wirklich eure Meinung brauche. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die behalten soll. Ich wollte schon immer Boots haben, die hier diese Golddetails haben. Ich finde das wirklich sehr schön. Boots sehen doch immer irgendwie gleich aus, aber wenn die hier so kleine Details haben, die das Ganze ein bisschen besonders machen, ist es einfach wunderschön. Aber die sind mir irgendwie zu klotzig hier vorne. Also ich weiß nicht,
An den Füßen sehen die jetzt auch nicht so schmal aus. Die sind nicht so eng hier vorne. Ich mag das wirklich, wenn die Schuhe sitzen und auch elegant aussehen an den Füßen. Bei denen hier bin ich mir nicht so sicher. Dann habe ich mir noch einen Lederrock geholt. Ich liebe Lederröcke im Winter. Kann man mit sehr, sehr dicken Strumpfhosen kombinieren und dann auch so einen Pulli darüber. Einmal so ein Lederrock mit einem Reißverschluss vorne geht bis nach unten hin und verleiht dem Rock etwas Besonderes. Ich habe mir bei H&M noch Lederhandschuhe mitgenommen. Natürlich kein echtes Leder. Die fühlen sich wirklich sehr, sehr weich an. Die hatte ich heute auch schon draußen auf dem Weihnachtsmarkt an. Die halten auch wirklich gut warm. Dann habe ich mir eine Mütze geholt, so eine Bömmelmütze, passend zu meiner neuen Jacke, in derselben Farbe wie die Kapuze. Deshalb schauen wir mal. Und die ist wirklich schön breit geschnitten, weil mein Schädel ist wirklich ziemlich, ziemlich groß. Also im Gegensatz zu anderen Frauen ist mein Schädel wirklich ziemlich gut gebaut. Ist deshalb auch wirklich ideal. Für mich, wenn ihr auch einen großen Kopf habt, kann ich euch nur empfehlen. Dann, was ich noch wirklich cool fand, bei H&M gab es so High-Knee-Strümpfe. Ich finde es wirklich sehr schön, wenn man High-Knee-Stiefel anhat und darunter noch diese Strümpfe, dass man die ein bisschen sieht, finde ich wirklich sehr, sehr schön. Werde ich kombinieren mit solchen Strumpfhosen, also in einer Hautfarbe, wo man auch durchsehen kann. Ich nehme immer die vom Hit, also bei uns gibt es die im Hit-Markt, ich glaube im Rewe gibt es die auch. Und zwar ist es die Marke Lycra und da steht nur die drauf. Einmal gibt es die transparenten und einmal gibt es die glänzenden. Die glänzenden sind zwar ein bisschen dicker und halten länger, aber die transparenten sehen irgendwie besser aus auf der Haut. Deshalb hole ich mir immer die und ich finde die Farbe Amber sehr schön und auch die Farbe Bronze, die ist wirklich sehr, sehr schön. Also wenn ihr schön braun seid, dann kann ich euch Bronze empfehlen. Sieht sehr, sehr schön aus. Aber wenn ihr ungefähr so eine Hautfarbe habt wie ich, könnt ihr Amber nehmen, wobei Amber auch wirklich ziemlich dunkel aussieht auf den Beinen. Dann habe ich mir solche Strümpfe geholt. Die werde ich im Fitnessstudio anziehen. Die sind halt so kurz geschnitten. Die sieht man nicht unter, wenn man Sportschuhe anhat, sieht man die halt nicht. Finde ich gut. Die sind auch schön dick. Bei H&M gibt es jetzt für einen wirklich fairen Preis solche Aufladekabel für iPhone und Samsung, glaube ich. Ich habe mir jetzt die goldenen hier mitgenommen. Es gibt auch türkise. Werde ich in mein Auto tun zum Aufladen. Hat jetzt keinen Stecker noch mit dabei. Aber für mein Auto perfekt, damit ich was im Auto habe und zu Hause. Weil ich muss mein Ladekabel immer hin und her schleppen. Und jetzt hat sich das Problem gelöst. Sieht auch wirklich sehr süß aus. Glänzt schön und hier an den Verbindungsstellen auch. Sieht wirklich sehr süß aus. So, mit H&M sind wir dann endlich mal durch. Ich habe noch zwei Kleinigkeiten von Hunkemöller, die ich euch gerne zeigen möchte. Und zwar gibt es so Beutel, um die Unterwäsche reinzutun, also BHs, weil die knicken hier vorne immer ein, wenn man die wäscht. Also nach einer Zeit passiert das. Egal was für eine Marke ihr euch kauft, egal wie viel Geld ihr ausgegeben habt, das passiert. Weil in der Waschmaschine werden die halt geschleudert. Wenn die in den Trockner kommen, ist das noch schlimmer. Die knicken halt hier vorne immer ein. Und mit solchen Waschbeuteln könnt ihr das verhindern. Ich habe mir einmal schwarz und einmal weiß mitgenommen. Zu Hunkemöller kann ich euch noch einen Tipp geben. Und zwar habe ich seit circa anderthalb Jahren oder so die Hunkemöller-Karte. Damit bekommt man wirklich sehr oft Prozente. Meistens ist das so zum Ende des Monats hin, dass man 20% auf alle Artikel bekommt mit der Hunkemöller-Karte. Schaut euch die mal an. Ich meine, die Karte selber kostet nur 1 Euro oder so. Und da bekommt man wirklich regelmäßig gute Prozente. Ich warte persönlich immer ab, bis die Prozente da sind. Und dann hole ich mir die Sachen, die ich brauche. Lohnt sich wirklich sehr. Dann möchte ich euch zwei Seiten empfehlen, wo man auch wirklich online bestellen kann, wo es sehr, sehr schöne, besondere Artikel gibt. Ich weiß nicht, wie die Qualität so bei den beiden ist, dafür habe ich zu wenig Erfahrung mit den Sachen, aber bei beiden habe ich zwei Dinge bekommen. Von den beiden Dingen ist die Qualität wirklich sehr gut.
Einmal die Seite SHEINside, davon habt ihr bestimmt öfter mal was gehört. Einmal habe ich da ein Kleid, was wirklich sehr besonders ist, was so schön von einer Seite zur anderen so aufgeschnitten ist. Ich werde euch da mal ein Foto einblenden. Das Kleid ist bei mir gerade in der Wäsche, kann ich euch deshalb nicht zeigen. Ich zeige euch mal noch andere Fotos von mir mit dem Kleid. Sieht wirklich sehr schön aus. Das ist halt ein Kleid, was ihr nicht bei H&M, nicht bei Zara, nicht bei Mango bekommt. Könnt ihr dort aber online bestellen. Außerdem noch ein Oberteil, auch von SHEINside, was wirklich sehr besonders gemacht ist. Unten mit so schönen Fransen. Hier kann man schön durchschauen, hatte ich schon mal zum Feiern an. Außerdem in meinem Oktoberurlaub, als ich in der Türkei war, auch am Strand, habe ich erstmal als Oberteil angehabt und dann bin ich irgendwie auf die Idee gekommen, diese Träger hier aufzumachen und das Ganze als Rock anzuziehen. Sah auch wirklich sehr, sehr gut aus. Dann gibt es noch die Seite Roomwe, glaube ich, bespricht man das Ganze auch. Da habe ich ein Oberteil von und zwar schön schulterfrei. Hier an den Ärmeln mit so schönen Details. Fand ich wirklich sehr, sehr schön. Ist auch bauchfrei, sieht jetzt gerade wirklich sehr klein aus, aber passt mir auf jeden Fall. Wird ein bisschen gestretcht, wenn man das Oberteil anhat. Ist wirklich mal etwas Besonderes. Und von denen habe ich noch einen Rock, einen Jeansrock. Davon kann ich euch auch ein Foto einblenden. Ist sehr schlicht gemacht, ist jetzt nichts krass Besonderes, ist aber ein Bleistiftrock, womit ich auch sehr zufrieden bin. So, das waren wirklich einige Produkte. Ich habe mir Mühe gegeben, das Ganze euch wirklich ziemlich schnell zu zeigen. Ich glaube, ich habe da ein bisschen zu schnell und viel geredet. Aber ihr findet die Beschreibung und die Preise von den Produkten unten in der Infobox. Wenn ihr zu irgendwas Fragen habt, könnt ihr mir die Fragen gerne unten in den Kommentaren stellen. Und vergesst bitte nicht zu sagen, wie ihr diese Stiefel findet, ob ihr die zu klotzig findet oder ob es nur mir so vorkommt. Da bin ich nämlich unentschlossen, ob ich die zurückgebe. Ansonsten hoffe ich, dass ihr ein paar Dinge gesehen habt, die ihr auch gut findet und euch auch holen könnt. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.